So, Kinders, natürlich gibt es auch wieder meine Top 3 an Zigarren, die mir in dem Jahr 2022 einfach am besten gefallen haben. Und weil ich anscheinend nie oder nicht so oft richtig Zeit hatte auf eine großformatige Zigarre und auch bei euch kommt das richtig gut an, Carlos André mit ihrer kleinen Airborne Cigarro im 5er Päckchen für coole 6,50 Euro, 5 Mini-Cigarros, die einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten zu einem Gläschen Rum oder Whisky schön Rauchgenuss mit sich bringen, leichtkräftig sind, fällt mir ohne Ende, vielen von euch ja auch schon. Also wenn er da Bock drauf hat, Platz Nummer 3, einfach mal mitnehmen, macht super Spaß und dauert vor allen Dingen auch nicht so lange, wenn es außen ein bisschen kalt ist im Winter. Für all diejenigen, die ein bisschen Glück haben, vielleicht mal eine Zigarre im Indoor-Bereich zu rauchen oder dann, wenn es einfach außen etwas milder ist, Zeit mitbringen. Buena Vista Dark Fired Kentucky gibt es nämlich auch im Churchill-Format. Das Churchill-Format gibt es natürlich nur hier in dieser kleinen Holzbox, also könnt ihr die ganz großen Boxen gar nicht holen. Relativ großformatig. Also Zeit wirklich so anderthalb Stunden müsst ihr auf jeden Fall einplanen. Verändert sich für mich aber geschmacklich hervorragend zu den kleineren Formaten. Da haben sie mir nicht so gut gefallen, war es nicht ganz genau mein Geschmack. Da bin ich mit dem ein bisschen zu unrund. Im großen Churchill-Format ist einfach diese Zigarre unglaublich geil harmonisch und schmeckt mir bombastisch gut. Aber wie gesagt, Zeit mitbringen. Sonst ist es schade, wenn die Zigarre ansonsten zur Hälfte liegen bleibt. Und dann kommen wir zu Nummer 1. Die wir leider nur noch eine einzelne da haben, nachdem alles schon ausverkauft war, schon seit Wochen und Monaten. Aber ich durfte da eine rauchen und ich fand sie mega. Und zwar von der Marke Brickhouse, da kennen viele ja die normalen, die Connecticut und die Maduro, gab es dieses Jahr so eine blaue Box, wer es mitbekommen hat. Eine 100%ige Nicaragua-Zigarre im Toro-Format. Geiles Gerät, kräftig, aber nicht zu bitterkräftig. Schöner, satter, dichter Rauch. Eine einzige haben wir davon noch da. Und wenn ihr schnell seid, kriegt es einer von euch oder ansonsten rauche ich irgendwann die Tage. Viel Spaß und bis dahin.